Ja, Leute, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute mal in Zülpich am See. Wir sind von dem Karl eingeladen worden zum, wie heißt das, Donut-Grillen. Ja. So Leute, jetzt sind wir hier am Donutstand von dem Karl Kemmer und der erzählt uns jetzt, was uns erwartet. Hallo Karl. Hallo ihr zwei, grüß euch. Hi. Hat es ja doch noch geklappt. Ja, natürlich. Und das bei geilstem Wetter. Ja, ja, wunderbar, wir gehen heute auf den Donut. Das heißt, wir gehen auf ein rundes Boot. Da drauf ist ein Grill mit Holzkohle und drauf wird gegrillt. Dann machen wir eine so richtig geile Grillparty bei geilstem Wetter. Und da werdet ihr mal sehen, was der Unterschied ist, wenn man grillt zu Hause irgendwo, wo dann die Sonne knallt und es richtig heiß ist, weil auf dem Wasser ist es richtig entspannt. Ja. Bekannt aus RTL? Bekannt aus RTL, ja. Und andere. Richtig, genau, genau. Also bei uns kommen die Leute von überall her. Das heißt, es sind Leute, die machen Junggesellenabschiede, sind Firmenfeiern, dass man einfach was Außergewöhnliches hat. Ja? Oder es sind einfach nur die Familie, die eingeladen wird. Und ja, man genießt einfach das Wasser, man genießt das Wasser, man grillt, man trinkt was Schönes, Kühles zusammen und hat einfach mal 2 Stunden lang Spaß. Wunderbar, klar. Dann let's go. Let's go. Sag mal so was Versautes zum Abspann. Nee, von mir kriegst du ja nichts Versautes. Kleiner Karl oder so. Nee. Komm, Pokémons fangen. Nix, von mir hier wird nichts Versautes. Komm, gehen wir Pokémons fangen. Nee, ich geh keine Pokémons fangen.
Weil das geht ja nicht. Wir können ja nicht hier die Drohne starten, wenn die Leute rumlaufen. Mhm. Und gucken, dass wir mindestens 50 Meter rauskommen. Wichtig ist halt nur, wenn sie kommt, dass sie landet, dass niemand gefährdet ist. Das ist ganz wichtig. Also ja. Sicherheit ist ein ganz wichtiges Detail. Wenn du da auf bist und passt auf, dass da keinem was passiert, also keiner direkt da rangeht, wenn ja. Er startet. Ja. Ach, wir sind beim Rauchen auf dem Donut. Und hat nichts passiert beim Starten und Landen. Ja.